Und ich begrüße euch zurück zu Tales of Cilia. Wir wollen jetzt auf der Höhenstraße mal langsam nach Fenmont kommen. Wow. Das ist mal epische Musik. Da geht es in den Tiefwald, da will ich unbedingt hin. Da gibt es nämlich eine Quest. Alles klar, aber boah, geile Musik. Was ist das denn jetzt hier? Sie können einen neuen anfertigen. Ich kann es kaum lesen. Looks like our wanted poster is making the rounds at the Sea Haven. Hmm. Does this sort of thing actually work? You tore it down? Yes, but I can't imagine a poster like this will give us any trouble. Do humans have a different sense of aesthetics than I do? Well, anyway, Mila tore it down, so we should be safe here, right? That'll never work. Keep tearing them down and they'll keep putting them right back up. Mila? It's nothing. Alvin's right. Even with this terrible likeness, we can't afford to take chances. We should move on. All right. Given enough time, they might manage to make a replacement key as well. We need to hurry. Schlüssel? Da werde ich hellhörig. Oh, das ist ein schöner Vogel. Und den darf ich kaputt machen. Nicht so toll. Na dann. Wow, wow, wow. Das wird böse. Na komm! Hör auf zu verteidigen! So. Und jetzt hier. Und jetzt kommt der Endsturm. Und weg. Na bitte, und das bringt auch wieder EP. Wunderbar. Und wen haben wir denn da? Grasquacker. Was so? Warum ist hier alles mit Glas? Vorsicht. Was? Ich bin schon direkt in der nächsten Arte drin? Okay. Den setze ich mal beim nächsten ein. Und Endsturm. So. Ja, geht doch locker flockig hier vorwärts. Und was klebt da? Mysteriöse Flüssigkeit. Boah, die Musik hier ist auch mega episch. Als hätten wir gerade die letzte Etappe des Spiels erreicht oder so. So den Weg vor dem Endboss. Sowas hat es. Mein Gott, ist das geil. Na toll, der Stein verhindert, dass ich da hochklettern kann. Wie fies. Oh. Aber da ist ein Sack. Insektenhülse. Also ich werde zuerst in den Tiefwald gehen. Dort gibt es Monster. Komisch. Dieser Felsen blockiert meinen Weg nach oben sogar noch mehr. Und wer ist da? Eine Patrouille. A military checkpoint. I knew things were too easy. What do we do? Well, hey! What's over yonder? That's the Deepwood. If we can hike our way through there, we'll come out right near Sherrilton. Then our path is clear. It won't be easy going. What about Elise? You knew she'd face risks on this journey. I'm fine. Really. I can go with you. Don't argue, you guys! You're pals, remember? Elise. The girl has agreed, so this matter is no longer open to debate. Alles klar. Und dahin laufen kann ich jetzt wahrscheinlich nicht nach dem Motto. Nee, das machen wir nicht. Ich habe keinen Bock, verhaftet zu werden. Komisch, ich hatte da irgendwas glänzen gesehen. Ach, das kommt von hier. Flüssigkeit. So, alles klar, dann habe ich ja keine andere Wahl, als in den Tiefwald zu gehen. Noch besser. Klettern, klettern. Hoch, 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 hoch. So. Na dann. Also Mila ist auch ein bisschen, wie soll man sagen, egozentrisch. Es geht um ihre Mission und um ihre Mission allein. Du willst reden? Sorry. Ich habe gerade Monster.
Bienen! Nein, das sind keine Bienen. Das sind hässliche Wespen. Richtig große Dinger. Guckt euch die Stachel an. Böse, böse, böse. Oh mein Gott. So. Servus-Schlag. So. Ey. So. So. Och, Mann. Bin kaputt gegangen. Da wollte ich doch so eine schöne Serie starten. Na gut. In Bäumen hängt jetzt auch nichts. Nein. Gut, dann möchte ich hier mal speichern. Speichern ist nützlich, das wisst ihr. Also wer meine Let's Plays guckt, der weiß direkt, der kriegt beigebracht. Speichern ist wichtig. Ansonsten verkackst du. Gut, dann gehen wir mal in den Tiefwald. Quite a dense forest. Let's try to stick together, okay? What was that? Was it warning us, maybe? Well, Mila certainly seems unfazed. Oh, I see a way through! Hurry up, you two! Great, even the Spud is getting gutsy. Let's go. Selbst die Kartoffel wird mutig. Na toll. Das erscheint mir nicht... Nein, nein, das erscheint mir irgendwie nicht ein Weg zu sein, wo ich durchgehen sollte. Und warum ist hier direkt nochmal ein Speicherpunkt? Da speichere ich doch jetzt nicht. Oh mein Gott, wir werden sterben. Ah, okay. Ich sehe jetzt schon, plötzlich kommt so eine Leiche von oben runter getroppelt mit jede Menge Blut und so. Oh, bitte nicht, bitte mich nicht erschrecken. Bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. I'm not so good with these tight passages. Must be this astonishing physique of mine getting in the way. Oh, 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 Alvin. Flachwitz. Kriegst eine Münze, so. Was willst du, kleiner Baum, von mir? Waldtrend. Hey! That thing's got reach. It can hit all of us with ease. This could pose a problem. Elise, keep your distance. We can't look after you and fight at the same time. Jude! K.O., du Versager. Damn it. Whoa. You healed us? Glad you brought us along now, huh? Our wounds are healed. Did Elise do this? Stay back, it's dangerous. Oh, wait, hold on. Okay. I can help. Elise kämpft jetzt mit uns? Das ist supi! Das finde ich gut. Awesome. Imagine a little girl wielding arts like that. Elise, you saved us. It's okay, Elise. There's nothing to be scared of anymore. That's not it. You two need to make up. Pals need to stick together. I promise I won't get in your way again. Honest.
You heard the little lady. Now make nice with Jude here, for Elise's sake. Make nice? It's not like I'm angry or anything. That's not how it looks to me! You were getting along better before! I'll do my best, okay? Why do I suddenly feel like the villain here? Fine, all is forgiven. And hey, don't you have something to say to Elise? Sorry for making you worry, and thank you. This is some serious friendship stuff right here! Level 99 on the friendship meter! Elise's arts could really help us in a pinch, don't you? Agreed. Thank you, Elise. I'm counting on you. Sally forth, pals! What luck. Never expected a channeler like her to be along for the ride. Yes! Endlich haben wir sie als Gruppenmitglied drin. Woohoo! Das gefallen mir doch schon viel besser. Ein paar Ausrüstungsgegenstände hat sie. Fertigkeiten sind nicht gerade viele. Ich will auch sagen, sie muss ihre Liliumkugel einsetzen. 28! Fuck. Na, das wird ja Arbeit. Wie soll ich die denn alle verteilen, bitteschön? Zuerst einmal gehen wir hier auf die Fertigkeit. Rückendeckung. Verhindere Angriff von hinten. Finde ich gut. Kommt mit. So, und dann noch einmal hier hin. Hier hin. Hier hin. So, hat Rückendeckung gelernt. Was hat sie sonst drin? Ausdauer. Poffhammer. Wirf einen Spielzeughammer nach deinen Feinden, um sie zu überraschen und betäuben. Krass. Zauberschuss. Verringe magische Schäden, indem du gleichzeitig Viereck und Dreiecks. Okay. Okay, das brauche ich auf jeden Fall. Levelwiederherstellung. Ich finde Elise klasse. Momentan ist sie an sich mein Lieblingscharakter. Momentan um rumlaufen. Und für Ärzten haben wir auch gelernt. Reinigende Blasen bedecken einen Verbündeten und heilen ihn von allen Statuskrankheiten. Cool. Solider Schutz. Mindere Schäden bei der Abwehr um 50%. Blitzabwehr. Teppo-Spray. Teppo spuckt Energiebälle. Wenn Teppo aus ist, sind die Projektile größer, haben aber eine kürzere Reichweite. Aha. KP-Gewinn. Halte bei jedem Sieg über einen Feind 10% KP. Brauche ich. So, KP-Gewinn und TP-Gewinn haben wir. Angriff. Das auf jeden Fall. Hier sind auch Fertigkeitspunkte. So. Und hier sind auch Fertigkeitspunkte. Also die muss ich auf jeden Fall holen. Ohne geht's gar nicht. Teppo Spray haben wir gelernt. Es heißt doch Spray, oder? Ja, es heißt Spray. Merkwürdiger Name. So. Dadurch wird die Liliumkugel erweitert. Und was haben wir hier? Heilender Kreis. Heile 40% der KP von Verbündeten in Reichweite. Wenn Teppo auf 1 steht, werden mehr KP geheilt. Gibt irgend wahrscheinlich eine Fähigkeit, Teppo ein- oder auszuschalten. Ich werde sie aber erstmal gar nicht zentral spielen, glaube ich. Von daher wird das der Computer machen. Heilender Kreis. Geist. TP. Sollten wir auf jeden Fall erhöhen. Ohne TP geht das nämlich überhaupt nicht. Erdschuss und Geist. Krieger, ist Teppo aus, wird der Angriffsstärke von Artis um 1,5-fach vervielfacht. Ansonsten, hier gibt es keine Fertigkeitspunkte, die ich holen kann. Die sind alle jetzt belegt, okay. Immunität. 50% Vorbeugung gegen alle physischen Krankheiten.
Oh. Combo-Abschöpfung. Erhalte 1% pro 9 Treffer. Macht auch bestimmt Sinn. Oder? Ist Tempo 1 wird die Effekte von Geisterartist. Oh. Also noch mehr Geisteskräfte. Das dürfte reinhauen. Und die Liliumkugel wird erweitert. So, haben wir irgendwo noch eine Fertigkeit, die sich aktivieren will, ja? Negatives Tor. Ein Portal öffnet sich, um alle Unglückseligen in die tödliche Leere zu ziehen. Wenn Teppo auf 1 steht, verstärkt sich die Sogwirkung. Will ich. Will ich haben. Her damit. So, mein Gott. Da haben wir die aber aufgepusht, du. Oh la la. Awesome. Yay! One step closer to adulthood. Teppo, don't say that so loud. You're embarrassing me. Was? Erwachsen werden? What the hell? Was geht denn hier ab? Alt! Benny, hey! Ja, was ist denn? Du musst doch all die Sachen noch ausrüsten. Ach so. Ja, ist doch sowieso. Nee, nicht die Fertigkeiten, Benny. Die musst du selber machen. Ich hab nicht mal für alles was verfügbar. Kacke. Nein, das gibt's doch nicht. Okay. Ganz ruhig, Benny. Wir müssen jetzt nachdenken. Ich brauche mehr Fertigkeitspunkte. Erdschutz, brauche ich das? Wirklich? So. Windschutz, brauche ich das? Wirklich? Keine Ahnung. So. Ich denke, das passt doch. Was hat sie denn so viel Artis? Elfenkreis, Verarzten, Poffhammer, Heilende Kreis, Depospray. Na, hier fehlt mir aber irgendwie so ein Vernichtungszauber. Sie heilt momentan nur. Sie heilt momentan nur. Was ist das? Ich brauche Vernichtung. Zerstörung. Ich hab's auch im Intro gesehen. Sie kann es. Was machen wir? Kriechen oder runterklettern? Ich kletter mal runter. Ich werde angegriffen. Attacke! So. Okay. Ich bin gerade verwirrt. Hier passiert gerade so viel. Monster werden gerade einfach so abgeschlachtet. Ich weiß einfach nur, dass ich töte. Ich weiß nur, dass ich töte, aber nicht wie. Wow. Ändern der Kampfkamera. Wenn du bei geöffnetem Kampfmenü L1 gedrückt hältst, kannst du mit Hilfe von R die Kampfkamera bewegen. Also. Okay. Interesting. Orangengummi. Und ich bin voll. Okay. Ich bin ja mal interessant. Es gibt 2 Wege. Sharing is caring. Ich fühle mich langsam auch mit Teppo, wie er über Freundschaft redet und so. Ganz ehrlich, ich fühle mich langsam wie bei Friendship is Magic. Gott, ey, ich weiß, ich bin ein Brony und verbinde sehr viel mit Friendship, aber krönende Pracht. Look out, guys. There are little bugs everywhere. I wonder if Mila gets bitten a lot in that outfit. Mhm. You didn't know. She swats the bugs away with her hair. Wow, like the tail of a cow. Don't compare my crowning glory to the tail of a cow. Crowning glory? I didn't expect such vanity from the Lord of Spirit. Sylph styled my hair for me. He said, you're in human form, so you need to take care of your appearance. You had the great Spirit of Wind style your hair? That's incredible. Yes, I'm quite fond of it. If I swing it around quickly, I can distract a foe between attacks. So you do swish it like a cow. Was geht denn hier ab? So, das ist der nördliche Bereich. Ich habe ernsthaft keine Ahnung, was der andere ist.
Was war überhaupt die Quest? Ich habe ja eine Monster-Quest. Im Tiefwald. Glückwunsch! Das bringt mir überhaupt nichts. Lass mich da hoch. Warte. Wo will ich jetzt eigentlich hin? Genau. Genau. Ich will dahin. So. Mein Gott, dieser Wald ist verwirrend. Kletter, bla bla bla. Kriechen. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was das andere hier ist. Wenn das auch ein nördlicher Bereich ist, dann fort. Waldwolf! So, okay, dann Wasserschwung, Schwalbentanz und Cerberusschlag. Und. Wie süß. Und Alvin hat einen Levelaufstieg. Glückwunsch. Mein Team gefällt mir. Alles funktioniert. So, in welche Richtung wollte ich jetzt eigentlich gehen? Genau, Fertigkeitspunkte. Die brauchst du, du Faulpelz. Kann ich das sonst noch irgendwo erbeuten? Da hinten. Ich seh's doch. Her damit. Thank you. Das bedeutet, Fertigkeiten, die ich vorher nicht konnte, sind jetzt drin. Mann, bin ich awesome. Silbererz wächst an Bäumen? Krass. Ein Silberbaum. 1500 Gold. Und dann haben wir wieder den nördlichen Bereich. Gucken wir einfach mal rein. Yes! Ich habe den Monsterraum gefunden. Dann komm mal her. Ersche! Wow. Ich werde kaputt gemacht hier. Stahl! Los, Depo! Flieg rum! Töte sie! So, und... Arte-Serie. Dam. So. Boah, ordentlich verprügelt. Die haben wir verprügelt. Die sind kaputt. So. Aktualisiert. Eigentlich müsste ich ja jetzt zurückgehen und die Quest abliefern. Aber wir haben ja einen Teleporter, oder nicht? Genau. Ich gehe nochmal zum Seehafen. Geh mal... Ach, zum Eingang, komm. Ich habe hier jetzt einen Teleporter. Hey, du Arsch, hab's erledigt. Bin ich awesome oder bin ich awesome? Das habt ihr gut gemacht, ihr Neulinge. Schade, dass ihr keine Gelegenheit hattet, mich in Aktion zu sehen. Aber versprochen ist versprochen. Hier ist der Grund, warum man mich den unglaublichen Kopfgeldjäger nennt. Weil ich aus einem malerischen kleinen Dorf stamme, das unglaublich heißt. Seltsam. Jeder, dem ich es erzähle, die genau gleiche Reaktion hat. Wartet mal. Jetzt, als ich darüber nachdenke, könnte ich schwören, dass ich euch schon mal irgendwo gesehen habe. Naja, egal. Unglaubliche Männer wie ich achten nicht auf die kleinen Details. Du bist ein Mongo. Eine Fliegerbrille? Fliegerbrille ist jetzt geil. Also das finde ich geil. Nein. Ich habe sie mir anders vorgestellt. Nein, tu es weg. Tu es weg, das sieht scheiße aus. Das sieht bei jedem scheiße aus. Obwohl, wenn ich sie bei Alvin reintue, statt diese lächerlichen Elfenöhrchen, Fliegerbrille. Jo, Mann! Das hat Style. Opa Gundam Style. Wop. So. Dann möchte ich noch ein bisschen erweitern. Jeder hat wieder was Separates. So, ich sehe schon, es gibt einen kleinen Level Up. Sehr nice. Haben wir Fisch?
Keine Ahnung. Ein bisschen. Aber nicht sehr viel. Monstersachen? Ja, fast. Zubehörladen? Kriegt nichts. Lebensmittel? Kriegt auch nicht was. Schön. So, gucken wir mal, ob wir unsere Elise noch schön aufrüsten können. Kaufen. Rubinstab. Woo! Aber ordentlich. Ein purpurnes Juwel mit eingravierten Erdruhen. Ein einfacher Stab mit der Macht der Erde. Geilo. Grammissimo. Vielen lieben Thanks. Besser als dieser lächerliche Stab. Und Rüstung braucht sie. Sie braucht definitiv Rüstung. Also. Figur wechseln. Ja. Obwohl die andere Verteidigung geht aber auch nicht runter. Da bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Das bringt überhaupt nichts. Bringt nichts. Bringt nichts. Bringt nichts. Ein Seidengewand. Ziemlich freizügig. Ziemlich freizügig für so ein kleines Mädchen, das da. Also ich weiß nicht, ob ich das erlauben kann. Ein Bronzearmreif. Hat sie... Ja, das ist das, wo ich nicht so ganz weiß, ob ich das tun sollte. Lassen wir es mal. Die ist genug aufgerüstet. Okay, dann war es das mit diesem Part. Im nächsten geht's dann weiter. Bis dann.